Der Generalbundesanwalt lässt im Zusammenhang mit dem Anschlag auf die Erdgaspipelines Nord Stream 1 und 2 nach einem Verdächtigen fahnden. Dabei soll es sich um einen in Polen lebenden Ukrainer handeln. Die Ermittler hätten bereits im Juni einen europäischen Haftbefehl gegen den Mann beantragt, berichtete die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch ohne Angaben von Quellen. Eine Sprecherin der polnischen Generalstaatsanwaltschaft bestätigte, dass die deutschen Behörden in dem Fall einen europäischen Haftbefehl an die Staatsanwaltschaft in Warschau geschickt hätten. Dabei soll es sich um den ukrainischen Staatsbürger Wolodymyr Z. gehandelt haben. Dieser sei aber nicht inhaftiert worden, sondern habe Anfang Juli dieses Jahres das polnische Hoheitsgebiet über die polnisch-ukrainische Grenze verlassen. Dies sei möglich gewesen, weil die deutschen Behörden den Gesuchten nicht in die Fahndungsdatenbank aufgenommen hätten. Der polnische Grenzschutz habe damit keinen Grund gehabt, Wolodymyr Z. festzunehmen. Laut Süddeutsche hatte sich der Verdächtige in einem Telefonat überrascht über die Vorwürfe gezeigt und bestritten, an den Anschlägen auf die Leitungen in der Ostsee beteiligt gewesen zu sein. Die beiden Nord Stream Doppelröhren waren im September 2022 durch Detonationen in schwedischen und dänischen Hoheitsgewässern beschädigt worden. Die Ermittler gingen angesichts der Dimension der Anschläge von Sabotageakten aus. Durch die Pipeline Nord Stream 1 hatte Russland bis zum Lieferstopp Erdgas aus Sibirien nach Deutschland und in weitere europäische Länder gepumpt. Nord Stream 2 wurde wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht in Betrieb genommen.